Ich freue mich sehr, dass Sie sich den weiten Weg auf sich genommen haben und hier zu uns nach Berlin gekommen sind. Und ich freue mich sehr, dass wir zusammen mit dem Deutsch-Russischen Forum der Moskauer Schule für gesellschaftliche Bildung und dem Europarat dieses Seminar organisieren. Es heißt ja so schön, wenn man dreimal eine Sache tut, dann ist es eine Tradition. Ich glaube, diese Art der Seminare ist jetzt mindestens das vierte. Von daher sind wir schon längst in einer guten Tradition, dass wir Multiplikatoren aus Russland und aus Deutschland einladen zum Gedankenaustausch über aktuelle Themen und dass wir heute über Europa im 21. Jahrhundert zwischen Demokratie und Populismus diskutieren wollen, uns austauschen wollen, ist schon ein bemerkenswerter Umstand, denn es ist in der Tat ein sehr aktuelles Thema. Ich selber bin ein Kind der DDR, in der DDR groß geworden, und das größte Ereignis für mich war natürlich 1989 der Fall des Eisernen Vorhanges und all die Entwicklungen, die danach kamen. Und ich dachte, jetzt kann es nur noch besser werden, es wird eine gute Zeit. Wir haben uns unseren demokratischen Weg erkämpft und haben ihn jetzt. Und 25 Jahre später bin ich fast ein bisschen irritiert zu sehen, trotz all der Erfahrungen in der Vergangenheit, auch heute ist Demokratie nichts Selbstverständliches, Automatisches, sondern wir haben immer wieder dafür zu werben, zu erklären, einzuladen und die jeweils nächste Generation dafür zu gewinnen. Und da müssen wir über unsere Werte sprechen und darüber, warum für unser Leben Demokratie so eine große Bedeutung hat, damit es eben nicht möglich wird, dass Populismus einmal wieder die Überhand gewinnt. Ich gebe zu, nach den ersten Hochrechnungen gestern um 17.15 Uhr von Österreich war ich etwas erleichtert, weil man hoffen kann, das ist jetzt vielleicht auch mal so ein Dämpfer, der deutlich macht, es gibt sie, die Demokraten überall, die für ihre Rechte und Freiheiten eintreten. Und ich bin deshalb sehr dankbar, dass wir hier mit Herrn Ministerpräsidenten AD Matthias Platzek als Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums, mit Dr. Elena Nemirovskaya, unserer guten langjährigen Partnerin, die immer wieder für ihre Arbeit und für die Sache einsteht, und mit dem Europarat, hier vertreten durch Herrn Dr. Olaf Köngen, gute Kooperationspartner gefunden haben für dieses Seminar in dieser Woche. Ich freue mich auch, dass Sie alle hier sind, zur Eröffnung gekommen sind. Ich weiß, alle haben so ihre Terminkalender und deswegen ein herzliches Dank dafür, dass Sie zu uns gekommen sind, hier zur Eröffnung. Und ich wünsche Ihnen allen interessante Tage, interessante Diskussionen, einen guten Austausch, dass Sie mit vielen Eindrücken und großer Motivation nach diesem Seminar wieder an Ihren jeweiligen Plätze zurückkehren und wir gemeinsam dafür einstehen, dass unsere Gesellschaften offen und demokratisch werden und bleiben. Dankeschön. Verehrte Hausherren, liebe Claudia Crawford, liebe Jelena Nemirovskaya, lieber Herr Dr. Könken, lieber Martin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Claudia Crawford hat es eben gesagt, ich bin ja wie Sie ein Kind der DDR, wenn man das jetzt mal so nennt. Vor 26 Jahren haben wir uns die Welt in den nächsten Jahrzehnten in schönen Farben gemalt. In zu schönen Farben gemalt. Manche haben ja damals vom Ende der Geschichte gesprochen und
Wir wähnten uns in einer Zeit, wo die Großkonflikte überwunden sind, insbesondere der Ost-West-Konflikt, und dass es jetzt darum geht, es war fast schon naiv, eine Friedensordnung zu gestalten und uns den schönen Seiten des Lebens, auch des gesellschaftlichen Lebens, zuzuwenden. Selten, vielleicht sogar nie, sind solche Hoffnungen so enttäuscht worden wie in diesem Fall. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes alles ganz anders gekommen. Wir erleben heute eine Welt, die voller ungelöster Fragen in immer schwierigere Verhältnisse uns fast entgleitet. Ich teile nicht ganz den Optimismus, den Claudia Crawford eben geäußert hat. Ich bin jetzt ein paar Stunden auf der Autobahn hierher gefahren und habe stundenlang Radio gehört und wunderte mich, wie fast Feierstimmung ausgebrochen ist über den Sieg von Herrn van Bellen gestern in Österreich. Weil, wenn man mal ganz nüchtern ist, hat der jetzt künftige österreichische Präsident mit Unterstützung aller Parteien Österreichs, bis auf eine, mit Unterstützung fast aller Intellektuellen in diesem Lande und der Medien einen 51%-Sieg am Ende hingelegt. Für mich ist das nicht unbedingt, ich war zwar auch erleichtert, das gebe ich zu. Ich war auch erleichtert, aber ich sage mir, meine Fragen, die sowieso in mir wabern, sind noch mehr geworden, nicht weniger. Und eigentlich ist das eher ein sehr schwieriger Sieg gewesen. Und wenn man dann in den Morgenstunden noch gehört hat, was in Italien passiert ist, verschärft sich dieses ungute Gefühl. Denn, meine Damen und Herren, Österreich ist das eine. Die Briten sind das zweite. Großbritannien war nie ein ganz begeistertes Land, was europäische Zusammenschlüsse und enges Beieinander anging. Aber Italien ist, wenn man so will, fast das Ursprungsland des europäischen Vereinigungsgedankens. Dort kommt es her, schon im Zweiten Weltkrieg geboren. Und dort so ein 60%-Ergebnis erleben zu müssen, was eher in Richtung, es ist vielfältig das Ergebnis, aber eher in Richtung Populismus, wenn man diese beiden Begriffe hier nimmt, zeigt, dann ist das allemal Anlass zu sagen, das gewählte Thema konnte aktueller nicht sein. Und Fragen gibt es wahrscheinlich mehr, als Menschen hier sich im Raum befinden. Ich kann es immer noch nicht lassen, ich bin ja auch in einer Partei und mache immer noch gerne und oft Wahlkampf, übrigens auch, weil man in Wahlkämpfen ganz kondensiert Meinungen wahrnehmen kann, ganz komprimiert mit Menschen diskutieren kann und deshalb viel erfährt über das, was wirklich vor sich geht. Und da, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, was hier kommt, aber da habe ich in den letzten Monaten sehr deutlich gespürt, dass das, was ich als Sozialdemokrat immer so im Herzen getragen habe, alles ist eine soziale Frage und es gibt nur die soziale Frage, und wenn man die einigermaßen gelöst haben, dann haben wir alle Weltprobleme im Griff. Ich bin quasi fast zum ersten Mal in diesen Debatten der letzten Jahre Stück für Stück darauf gekommen, dass es sich bei dem Problem, was im 21. Jahrhundert jetzt vor uns steht, wahrscheinlich sogar um noch mehr als die soziale Frage handelt. Wir werden ja gleich durch Professor Babrowski klüger werden, denke ich mir. Aber was meine ich damit? Ja, wir haben in diesen vergangenen Jahrzehnten seit dieser Hoffnungszeit 1989, 90 etwas erlebt, was sehr viel mit sozialer Frage zu tun hat, nämlich einen entfesselten Finanzkapitalismus. Wir haben einen Lehrsatz von dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt nicht beherzigt, der gesagt hat, wenn der Kapitalismus nicht ganz klar in Regeln eingebunden wird, wenn der Kapitalismus nicht ganz klar gezügelt wird, entwickelt er sich zum Raubtierkapitalismus. Das ist in seiner Natur und nicht vermeidbar. Das hat in Teilen stattgefunden. Wir haben einen Höhepunkt 2008 dann erlebt. Ich glaube, es war leider nur ein erster negativer Höhepunkt. Wir sind noch lange nicht über die Folgen der Finanzkrise hinweg. Und wer sich im Süden Europas bewegt, merkt, dass das das alltägliche Thema ist, ob in Spanien, in Griechenland, in Italien, wenn Länder ihren Jugendlichen nicht mehr bieten können als 25-40% Jugendarbeitslosigkeit, dann weiß man, wir sind mittendrin im Problem und nicht drüber weg. Aber
Und es gibt auch, was Einkommensverteilung und viele andere soziale Fragen angeht, auch im reichen und wohlhabenden Deutschland und Mitteleuropa erhebliche Problemstellungen, die auch im Wachsen sind, die nur unter der Decke des allgemeinen Wohlstandes noch zugedeckt sind. Aber, meine Damen und Herren, ich habe auch gespürt, dass anderes Menschen unruhig und ängstlich macht, was über das Soziale noch hinausgeht. Selbst die, denen es, ich sag mal, relativ gut geht derzeit. Es hat was mit Beheimatetsein zu tun. Es sind Fragen kultureller Identität. Es sind Fragen der Überschaubarkeit. Menschen haben die Eigenschaft, ich auch, viele andere wahrscheinlich auch, dass sie die Prozesse, denen sie ausgesetzt sind, dass sie möglichst überschauen wollen, am liebsten beherrschen, aber wenigstens überschauen wollen. Diese Überschaubarkeit hat deutlich nachgelassen und das ist wahrscheinlich sehr vorsichtig formuliert. Und deshalb kommt so eine Sehnsucht nach einem Rahmen, in dem man sich noch aufgehoben fühlt. Das ist zum Beispiel ein nationaler Rahmen. Ich glaube, die Frage haben wir unterschätzt, welche Wertigkeit das für Menschen hat, ein solcher nationaler Rahmen. Wir haben nach 1989 von Europäisierung und von Globalisierung als die großen Verheißungen der Zukunft gesprochen. Wir müssen konstatieren, ich bleibe übrigens ein glühender Anhänger eines vereinigten, möglichst nahe zusammengerückten Europa, aber wir müssen konstatieren, dass für eine große Zahl von Menschen diese Kernbegriffe der Entwicklung des 21. Jahrhunderts eher angstbesetzt sind heute, Unsicherheitsfaktoren geworden sind und nicht Verheißung mehr im eigentlichen Sinne. Das sind alles Dinge, die wir hier in diesem Seminar besprechen wollen. Darüber bin ich sehr froh. Ich möchte ganz ausdrücklich nochmal Jelena Niemirovskaja willkommen heißen. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie willkommen heißen, nicht nur als eine gute Freundin, sondern als eine sehr, sehr kluge und tapfere Kämpferin unter schwierigen Bedingungen, durchaus schwierigen Bedingungen für das, worüber wir hier reden und was wir eigentlich alle, glaube ich zumindest, anstreben. Nämlich am Ende eine offene und demokratische Gesellschaft, in der Menschen sich ernst nehmen, in der Menschenwürde geachtet wird und in der Perspektive und Zukunftsfähigkeit vorhanden ist. Das verkörpert Jelena Niemirovskaja wie wenig andere und deshalb möchte ich Sie hier auch ganz ausdrücklich und sehr warmherzig begrüßen. Vielen Dank. Dear Mr. Platzek, sorry, I speak in English. I didn't even know that German was a language used here, so I prepared everything in English. Dear Mr. Platzek, dear Mrs. Crawford, dear Dr. Niemirovskaja, dear participants, dear alumni of the Schools of Political Studies, it is my pleasure to thank the School of Civil Education, the German-Russian Forum, and the Konrad Adenauer Foundation on behalf of the Council of Europe for having organized this seminar with a very pertinent title, Europe in the 21st Century, Democracies and Populism. I would also like to warmly welcome you and also the participants of other schools of political studies to this seminar. Populism is a political phenomenon that for a long time has been discussed controversially in the social sciences, at times described as a specific political style, a form of political rhetoric, or a strategy to gain power, at other times described as an ideology. Populism, unlike Christian democracy, social democracy, liberalism, and other political convictions, does not dispose of a substance, that is, a value system of its own. This lack of a coherent doctrine is not merely a weakness. It also makes for its flexibility and its success all over Europe in the past years. All manifestations of populism, as different as they may locally be, have in common that they share the basic idea that society is split into two homogeneous and antagonistic halves. In the populist worldview, political elites are corrupt, isolated, and aloof from the true people.
These elites are patronizing, arrogant and double-tongued, do not trust ordinary people and look down on them. The populist answer and positive mirror image to this caricature of elites is the true authentic people whose common sense is superior to the expert knowledge of intellectuals. This common sense is conceived to be authentic, sound, not infected by modern skepticism, and is, in addition, not only equal but superior to reflection-based knowledge produced by intellectuals and technocrats. Populists thus criticize the paternalism and condescension of technocratic elites and suggest their replacement by a new elite, apt to identify and fulfill the people's will. Populists are therefore not against elites as such, but aim at becoming the successors of existing elites in order to give the true people a voice. They are anti-political in the sense that they pretend to be just like the man, woman in the street and can therefore not be associated with a traditional political class. Populists are also anti-institutional and thus in favor of direct plebiscitary procedures to allow the people to articulate their political will in an unfiltered way. It is, however, unclear whether referenda are meant to supplement representative parliamentary democracy or ultimately replace it. Conventional wisdom aside, it is also controversial whether or not populists can draw on a specific electorate. Voters of populist parties certainly also can also be found beyond the lower middle class, threatened by social dissent and acting out of anger, resentment and fear. What is clear is that the assumption often suggested by the media that populists once in power will inevitably fail is not supported by evidence. Since their programs go beyond protest and refusal, they govern according their own populist logic. Since only they and nobody else can represent the people, a legitimate opposition is a logic impossibility. At the same time, is their claim to be the sole representative of the true will of the people anti-pluralistic. When in power, populist parties govern through mass clientelism. Benefits will be showered on those who belong to the true people and held back from those who are excluded. Civil society, as far as it takes an oppositional stance, will be cut off public subsidies and subdued by all means possible. The media streamlined, opposition media will be put under financial and legal pressure wherever possible. Most importantly, checks and balances are weakened, if not abolished altogether. Institutions are hijacked and the personnel running them will be changed in a way that guarantees a high degree of control, even beyond the potential loss of elections in the future. One can therefore say that populists, by manipulating and often incapacitating state institutions, as well as by monopolizing the media and subduing civil society, are essentially anti-democratic. It is indeed intended that participants here network between schools, and I'm confident that this seminar will present a very good occasion to get to know each other and exchange ideas. We have now 21 schools in 24 countries with thousands of alumni working for the benefit of and good governance in their countries. It is also clear that dependent on the political climate, some schools face more difficulties than others. Most probably the largest meeting during the year is the annual World Forum for Democracy in Strasbourg, where more than 500 participants of the annual training cycle came together a few weeks ago to discuss and network. So this year's World Forum dealt with education as a main topic, while the 2017 World Forum for Democracy will deal with the same topic. This seminar is dealing with populism, and I couldn't think of a more pertinent topic, especially after the very mixed results of yesterday's Austrian election and the referendum in Italy. On the one hand, uplifting, on the other hand, a blow. And I share my doubts, the doubts of Mr. Platzek,
I think this is just giving us a little bit of time, but this is certainly not the end of the struggle. We have a lot more elections to come in 2017, and there is no guarantee that the Austrian example will be followed. So populism will keep us busy also next year and for the years to come, I'm afraid. There are many, many questions that could be raised, but I think I will leave it at that. And I wish you a very fruitful days this week, fruitful discussions, and a lot of networking. Thank you. Добрый день, доброе утро. Во-первых, я хочу всем вам сказать спасибо, кто здесь на семинаре. Это для школы, для форума нашего большая удача. Я хочу поблагодарить всех людей наших, приехавших далеко, из далеких мест и недалеких, из России, из Грузии, Армении, Азербайджан, Польша, наша замечательная сидит, Германия и Баку, Киргизстан, Казахстан. Всем огромное спасибо. Огромное спасибо всем, кто задумал этот форум. И я хочу прежде всего сказать спасибо Германо-Российскому форуму, который, во-первых, с нами уже сотрудничает больше 10 лет. И это самый одни из удивительных семинаров, которые школа проводит каждый год. Она проводит примерно 25 семинаров в год. Он удивительный по типу познания, узнавания, понимания того, как устроен сегодняшний глобальный мир. Я хочу поблагодарить Германо-Российский форум в лице Матиаса Плацака. Спасибо ему огромное. Мартина Хоффмана. Весь коллектив, я вижу, Анну Кайзер, за то, какое они сотрудничество, я бы сказала, рабочее и элегантное осуществляют, работая с нами. И я хочу сказать об этом форуме несколько слов. Он был создан для того, чтобы осуществлять общественные, политические, деловые связи с Россией. Я думаю, когда он был создан, все казалось очень радужным и замечательным, что можно что-то делать вместе и приобщаться через дело, через понимание к общим ценностям. Все оказалось сложнее, жизнь сложнее, чем мы себе ее идеализируем. И Германо-Российский форум вынес на себе достаточную критику современной Германии, что он продолжает сотрудничество с Россией в тех рамках, в которых он обозначил, когда начинал работать. А он все время продолжал. И я хочу поблагодарить всех, кто продолжил эту работу, и прежде всего вас, господин Плацак, потому что Мартин вообще убежден, что только через сотрудничество можем друг друга понимать. И он прав. Вода камень точит, на самом деле, я в это на самом деле действительно верю. И во всяком случае, та часть российского сообщества, которая сотрудничает с форумом, мне кажется, она имеет честь преобразовываться в своем мышлении, по крайней мере. Будем надеяться, что это мышление будет реализовываться и в активности. И я благодарна Германо-Российскому форуму за то, что они присудили мне
вернее не мне, а школе замечательную, уникальную премию доктора Газа в 2014 году. Это уникальный доктор, который был в России и работал в России в 19 веке. О нем осталась уникальная память и репутация, как о человеке, который посвящает себя общественному благу даже в чужой стране, помощь сирым, оставленным, униженным, обиженным и возвращение им человеческого достоинства. На его могиле на немецком кладбище написано, там все время, между прочим, цветы, и там написано: «Спешите делать добро». Я хочу поблагодарить Клаудио Кроуфорд, которая так активно принесла в жизнь школы фонд Аденаура, привела его для поддержки интеллектуальной и финансовой. Мы работали с фондом Аденаура и до этого, но это сейчас стала осмысленная, активная, совместная партнерская работа. И я хочу спасибо сказать Клаудио, потому что когда мы тоже строили из Москвы, а форум строил из Германии этот семинар, мы понимали, что мы хотим делать. И я хочу поблагодарить всех экспертов, которые будут выступать, мою замечательную подругу Юту Ширар, которая тоже будет перед вами выступать, сказать спасибо всем экспертам, которые примут здесь участие. Что я хотела сказать в отношении темы? Надо сказать, что именно форум всегда нам предлагает какие-то очень актуальные, современные темы, на которые мы в школе, занимаясь просвещением, часто не решаемся. В прошлом году мы обсуждали проблему мигрантов очень активно, очень, как сказать, осмысленно. И сейчас тема популизма. Я думаю, что сейчас все говорят, что как бы это вот не то, что новое явление, это давно старое явление. Популизм и популист – это из политического словаря после революции просто одно из центральных слов, где тысячи написано значений. Это борьба как бы правых, левых с элитами. Что такое вообще популизм? И я хочу сказать, что это имеет смысл провести этот семинар именно здесь, на этой земле. Что такое популизм, Россия испытала на себе. Это 1917 год, это обещанная революцией все, это убийство, голод, гражданская война и, в конце концов, развалившаяся экономика, распавшийся Советский Союз, распавшаяся империя. Я выражаю только свою точку личного зрения и хочу сказать, я ее вам не навязываю. Каждый имеет право думать о революции, что угодно. И я думаю, что самыми великими популистами были Владимир Ильич Ленин, был Троцкий и много-много других. Поэтому для России это не новое явление. И Россия, по-моему, до сих пор не может извлечь настоящий подлинный урок из своей истории. Мы находимся здесь, в Германии, где популистские идеи тоже захватили всю нацию, весь народ. Но мы в разных пространствах. Мы в Германии, которая нашла в себе мужество, силы, не знаю, как это сказать, для
чтобы пройти опыт искупления. Мы на той же земле, в которой был еще недавно фашизм, но мы совершенно в другой стране. Как это случилось? Кто взял на себя эту ответственность пройти этот путь? Тяжелый, трагический, может быть, часто неудачный. Но не так часто сегодня можно встретить такое возрождение идолов популистских, как мы можем встретить в России, как мы видим через пропаганду, как мы видим через все насаждаемое патриотическое образование. И это значит, что мы опять уходим куда-то в сторону. Центральный, как мне кажется, я здесь вот Клавдия говорила, и Матиас говорил, что они застали что-то связанное с советской системой. А я вообще человек из Советского Союза. И я говорю только о своем личном опыте и о своем восприятии опыта. И я могу сказать вам, будьте осторожны. Думайте каждую минуту, чтобы это не повторилось. И почему мы делаем школу? Мы хотим какому-то небольшому кругу людей каждый раз и все сначала попытаться рассказать, что опыт, который прошла страна, из него должен быть извлечен урок. Урок человеческого достоинства, урок человеческой совести, урок человеческого мужества и понимания и солидарности. Я не говорю дружбы, я говорю о солидарности, которые так друг другу необходимы. И мне кажется, что сегодня, вот в той именно ситуации, в той стране, в которой мы живем и живут многие постсоветские страны, только опыт гражданской активной жизни может нам помочь. И я совершенно не идеалист. Мне хочется, сокращая все размышления, сказать вам одну фразу из Вацлава Гавела, которая мне очень нравится. Он говорил, что надежда, а я имею в виду надежда на гражданское просвещение, надежда – это не знание того, что все будет хорошо. Надежда – это уверенность, что по-другому невозможно. И я хочу сказать в ответ на все популистские уроки, а Европа извлекла их действительно страшные в 20 веке, неужели 21 век хочет их повторить? Поэтому наш семинар – это один из небольших шагов – понимать опасность и понимать, что делать. Спасибо.